uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Strafverfolgung. Hier ist Peru Plays von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern. Ich bin der Peru. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind heute wieder unterwegs. Wir sind auf Streife mit den Polizeisimulator, Police Simulator, Patrol Officers. Und hat natürlich auch einen Grund. Erstmal haben wir ja ein bisschen Pause gemacht. Es wird mal wieder Zeit, auf Streife zu gehen. Aber es gibt auch ein neues Patch seit dieser Woche, das Patch 14.3.2. Da werden wir heute ein bisschen drüber reden und ja, das uns natürlich auch anschauen, ne, ist klar. Generell, was gibt's Neues? Für alle Besitzer der Highway Patrol, des Add-ons Highway Patrol, gibt es jetzt die Highway Patrol Lackierung für alle Fahrzeuge, die ihr besitzt, also die es aktuell gibt. Mich persönlich würde da interessieren, ob die Kollegen von Astragon Humor haben, weil ich möchte unbedingt sehen, ob dieses zweitürige Flievertüt für die Fußstreife, ihr wisst, wovon ich rede, ob das auch eine Highway Patrol Lackierung kriegt. Das müssen wir unbedingt nachher mal ausprobieren. Der Patch-Inhalt ist jetzt umfangreich, das sind zwar kleine Sachen, aber viele, deshalb will ich das jetzt nur thematisch, Entschuldigung, ich bin ins Mikrofon gekommen hier, thematisch ein bisschen zusammenfassen. Also, es wurde grafisch einiges gemacht, insbesondere ganz speziell bei der Highway Patrol, da gab es ja einige, ich sag mal, Besonderheiten. Wir erinnern uns alle mit viel Liebe an die fliegenden und floatenden Personen am Straßenbahnrand. Und da gab es ja eine Menge mehr, grafische Ostereier zu bewundern. Es gibt Änderungen in der CP-Bewertung. Da waren immer noch sehr viele Fehler drin. Nicht nur im Grundspiel, natürlich auch bei der Highway Patrol. Die sollen angeblich zum Großteil behoben sein. Ja, und ein ganz großer Wunschkandidat von mir scheint bearbeitet worden zu sein und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Etwas, was ich wirklich am meisten moniert habe beim Add-on bei der Highway Patrol, die Navigation. Ne, vor allen Dingen die Routenführung, die war so gut wie gar nicht sichtbar. Laut Patch Note soll das korrigiert worden sein. Das und vieles mehr werden wir uns heute anschauen. Deshalb würde ich sagen, genug geschnackt, gehen wir rein. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch, nicht vergessen, Leute. Kostet euch nichts, ist super wichtig. Ja, und auch nette Kommentare. Ne? Da freut sich der Papa. Dankeschön dafür im Voraus. Guti, wir sind wieder an unserer altbekannten und beliebten Wache am Highway. Das heißt, wir werden hier jetzt auch mal die Uniform wechseln. Da gab es übrigens bei den weiblichen Officers ein kleines Problem mit dem Badge, wenn ihr euch erinnert. Das schimmerte so durch die Kleidung durch oder ging in die Kleidung rein. Das ist auch so eine... das geht gar nicht. So, das schimmerte so durch die Person durch, beziehungsweise durch die Uniform. Das haben die Kollegen behoben. So, wir nehmen wieder hier diese traditionelle Highway-Patrol-Kleidung. Also, es sind viele kleine Sachen, vor allem grafische Sachen, wie gesagt, vom Gameplay. Die CP-Verteilung sollte jetzt korrigiert sein. Ja, bleibt mal abzuwarten, dass das alles auch so, ja, stimmt und funktioniert. So, ab geht die Luzi. Jetzt natürlich das Erste, was ich hier sehen will. Wieso sind denn hier die Wagen immer noch in 4. Juli-Lackierung? Aber das ist gut, weil dann können wir nämlich gleich mal einen neueren Wagen testen. Mit der Lackierung der Highway Patrol. Das testen wir jetzt gleich mal aus. Motor an, hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Moment, das habe ich auch noch nicht gesehen. Auf der einen Seite einsteigen, auf der anderen aus. Was ist denn da passiert? Was war denn das? Oder bin ich auf der falschen Seite auch gleich eingestiegen? Tatsächlich. Wie peinlich. Excuse moi. So. Ja, ich mach erstmal den Funk aus, weil wir wollen jetzt erstmal gucken. Und ich will wissen, ob das Fußstreifenfahrzeug wirklich auch eine Highway Patrol Lackierung bekommt. Ich kann das Fahrzeug ausfindig machen. Das will ich unbedingt sehen.
Und dann, weißt du, jetzt mal ohne Scheiß, mal mit dieser Fußstreifen Dings da, ne? Mal die Streife auf dem Seitenstreifen fahren. Das wäre eine schöne Idee, finde ich. So, jetzt schauen wir mal. Skin wechseln. Hier, da haben wir den Pantasie in der Highway Patrol Lackierung. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Tatsache, die haben den CPV im Highway-Streifen-Design gemacht. Leute, Respekt, Hut ab. Das nenne ich Humor. Ja, und hier seht ihr also wirklich für alle Fahrzeuge, die verfügbar sind, wenn ihr die Highway Patrol habt, könnt ihr alle Fahrzeuge jetzt wirklich alle mit dem Skin der Highway Patrol ausrüsten. Finde ich sehr gut. Ja, gut, hier haben wir den Klassiker, der ist sowieso in der Lackierung. Oh, was mit dem hier? Den nicht oder was? Warte mal. Gelbe Streifen? Unabhängigkeit? Doch, auch in der Highway-Streife. Okay. Ich dachte jetzt einen kurzen Moment. Naja, der Jeep sieht nicht so doll aus in der Lackierung, ne? So, was haben wir noch? Den SPV. Den Transporter. Der EPV. Ja, das ist hier ja unser Standard-City-Cruiser eigentlich. Der sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Den Panther Z, den fahren wir jetzt mal. Den fahren wir jetzt mal in der Highway-Streifenlackierung. Da würde ich sagen. Ach so, warte mal. Ich wollte noch mal. Moment, Moment. Ich wollte noch mal im Kofferraum gucken. Moment, mach mir die Lackierung nicht weg. Mach doch keinen Scheiß. Oh Gott. So. Eins jedoch fehlt mir, auch bei diesem Patch. Es sind zu wenig Kofferraumplätze. Ja, du hast mindestens immer einen zu wenig. Ne? Ich erinnere an die Szenen, so oft, wo wir einen Feuerlöscher gebraucht hätten, um beim Unfall ein Feuer zu löschen. Aber die Standardausrüstung, die man eigentlich ja auch tatsächlich braucht, alle 5 Plätze ja, in Anspruch nimmt. Ne? Das heißt, wir haben auch heute wieder die Qual der Wahl. Da wir jetzt aber am Tag fahren, werde ich jetzt mal die Notlichter rausschmeißen und stattdessen mal Dingens hier, ne? Dingensbummens. Den Feuerlöscher reinpacken. So, Pylonen. Ich nehme mal die Straßenabsperrung raus. Und die Nagelsperre mal rein. Die haben wir noch nie benutzt, oder? Fällt mir gerade mal auf. So, jetzt ist die Lackierung wieder korrekt. Ich hoffe, das bleibt sie auch, wenn er rauskommt. Jawohl! Na, das ist doch schön, oder? Der Pantasie sieht auch schnittig aus in der Lackierung, ne? Gefällt mir. Like. So. Jetzt werden wir mal losfahren. Ich mache jetzt auch gleich den Funk an. Und dann schauen wir mal, ob die Versprechen des Patches sich hier bewahrheiten. Da hinten ist schon so ein Pannenfahrzeug, sehe ich gerade. Mal wieder. Aber standardmäßig vor der Wache, ne? So, machen wir kurz schon mal Blaulicht an, nicht, dass uns da ein Rüppel hinten drauf fährt. Na, jetzt ist zu spät. Jetzt hab ich hier schon einen Fall. Okay. Ja, aber ich finde das cool, dass ich jetzt die freie Auswahl habe, welchen Wagen ich als Highway Patrol fahren will. Sogar die Zweisitzer kann ich fahren. Das machen wir irgendwann mal. Nur aus Gag. Hier auf dem Seitenstreifen. So, dann wollen wir doch mal helfen, wo es geht. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Bitte erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass irgendwas kaputt ist. Rufen Sie bitte den Abschleppdienst. Das machen wir liebend gerne, aber die Papiere prüfen wir natürlich trotzdem. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar, bitte sehr, Sicher Officer. ist sicher, ne? So, lass mal kicken. Also vom Foto her, das ist er. Ich habe die Brille jetzt nicht auf. 26.05.23 ist das, ne? Ja. Er hat sie noch ein bisschen, dann ist der noch gültig. Aber wo ist denn der Lappen? Ah, nee, das ist der Lappen. Versicherung nicht, oder wie? Warte mal. Keine Versicherung? Doch. Wieso zeigt sie mir die nicht? Ach nee, keine Angaben. Moment, das ist neu. Wieso keine Angaben? Ich habe mal irgendwo gelesen, es ist nicht strafbar in Amerika, wenn du die Versicherungspapiere nicht dabei hast. Wenn ihr da was wisst, ich gucke selber diese Polizeidokumentation, weil ich die immer ganz spannend finde. Gerade die aus Amerika. Man kann ja nur dazulernen hier fürs Spiel, ne? Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fehlen eines Versicherungsnachweises keine Straftat ist in Amerika.
Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen schlauer machen. Wieso ist sie denn nervös? Dann machen wir doch mal schnell einen Alkohol- und Drogentest. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ja gut, das war ein Gläschen Prosecco. Das ist jetzt nicht keine große Sache. Trotzdem, Drogentest machen wir. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Jetzt wissen wir auch, warum sie so nervös ist. Also ich kann jetzt schon mal sagen, den Abschleppwagen rufe ich, aber sie braucht ihn heute nicht mehr. Kann ich gleich mal sagen. THC ist Cannabis, ne? Ja, Cannabis. Ja, das ist natürlich jetzt denkbar schlecht gelaufen, muss ich sagen. Also für sie natürlich, ne? Ist klar. So, Cannabis. Sie sind festgenommen. Nein, bitte nicht. Oh, doch. Geht ja gut los hier. Ich kann gleich im Rückwärtsgang sozusagen wieder in die Wache mit ihr. Kann man machen. So. Beziehungsweise, warte mal, ich guck noch mal in den Wagen, ob ich da nicht noch was finde. Wer weiß, was da noch drin ist. Nee, nichts Illegales mehr. Ja gut, reicht ja auch, ne? Als wenn die Gute nicht schon genügend Probleme hätte. Hm? Sie kommen mit aufs Revier. Ja, immer schön abbremsen hier. Hier ist die Polizei. Steigen Sie bitte in den Wagen. Ja, und nicht mal einen guten Schnitt, ne? Keine 100 Meter auf der Strecke, schon die erste Verhaftung. Ich versuche jetzt mal hier rückwärts wieder reinzukommen. Da mache ich doch jetzt keine große Runde hier. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, aber ist egal. Wir sind ja gleich schon auf der Wache. Ich würde fast sagen, ist ein neuer Rekord, oder? Also, Streifenrekord. Erste Minute, zack. So, Guti. Dann liefern wir die Gute doch gleich mal ab hier. Ich werde das Blölicht noch an. Muss ich gleich erstmal ausschalten hier. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Ja, nicht nur das Glück liegt auf der Straße, auch die Gefangenen. Huhuhu. Nette Frisur übrigens, ne? So ein bisschen Tina Turner-like. So, die erste Zelle der heutigen Bitte Folge gehört dir. Operieren Sie. Ich bin mal gespannt, ob sie auch die Audio-Tracks korrigiert haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also auf der PS5 haben wir das ja öfter, gerade hier in der Gefängnisszene, dass die letzten Dialoge, also die letzten Sätze des Officers, abgeschnitten sind, manchmal. Ich hoffe, da haben sie auch mal so ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Jetzt gerade war es okay. Das ist, glaube ich, immer eine ganz spezielle Ansage, die er macht. Die wechselt ja immer mal durch. Aber eine spezielle Ansage, da bricht er dann mehr oder weniger den Satz ab oder das Wort, das letzte Wort ab. Klingt nicht so toll natürlich, ne? Das ist... So. Weiter geht's. Also von mir aus kannst du weitergehen. Perfekter Start. Ach so, ich habe den Abschleppwagen gar nicht gerufen, ne? Sagt mir keiner. Moment, haben wir gleich. Ich bin ja sowieso auf der Strecke, ne? Also alles gut. Ja, vor lauter Verhaftung vergessen hier. Sorry. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, dann kurven wir elegant rechts rum, weil der Kollege hat hier jetzt zu tun. Da haben wir hier nämlich jetzt eine freie Spur. So, schauen wir mal, ob wir einen interessanten Einsatz reinkriegen. Wir haben gerade Meldung erhalten, dass ein Fahrzeug gestohlen wurde.
Oh. Das machen wir mal. Wieso nimmt er den Auftrag nicht an? Hier Wagen 4561. Hä? Ich kann das Fahrzeug ausfindig. Er hat den Auftrag nicht angenommen, obwohl ich die Linkstaste gedrückt habe. Nee, würde ich jetzt nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Wieso geht das jetzt nicht? Ah! Das war gar nicht aktiviert? Wieso hören wir es dann? Moment. Funkeinsätze sind aktiviert. So. Nochmal. Ich kann den nicht annehmen. Oh. Leute, wir haben ein neues Problem. Hier Wagen 4561. Ich werde das gesuchte Fahrzeug aufspüren. Das ist... nicht gut. Ja, das ist natürlich jetzt schade. Also, Moment. Soll das heißen, wir können jetzt aktuell nur rumkurven, aber keine Aufträge annehmen? Mach keinen Scheiß hier. Ach, ich muss die halten jetzt. Okay. So, und jetzt hier. Schaut mal. Endlich eine vernünftige Navigation. Eine fette rote Linie, die man auch sehen kann. So habe ich mir das vorgestellt. Das war ja mein größter Kritikpunkt, ne? Gerade weil du ja hier auch mit anderen Geschwindigkeiten fährst, solltest du natürlich die Navigation gut sehen können, ne? Ist ja, glaube ich, kein Zweifel dran. So, wir suchen einen weißen Carpenter. Ich glaube, da vorne sehen wir ihn schon. Nee, das ist ein Taxi. Ja, der Blinker ist mir jetzt herzlich egal. Wo ist er? Wo versteckst du dich, Kollege? Der ist zu klein. Ist das der da? Nee, es ist auch ein Taxi da vorne. Kollege Bleifuß, wo bist du? Die Blinker sind mir herzlich egal. Ist er das? Nein. Wo ist der? Hä? Hat er gewendet? Machen wir keinen Scheiß hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist ein Pickup. Ich dachte, es wäre ein Kombi oder so. Das ist ein Pickup. Dann sind wir bestimmt dran vorbeigedüst. Verdammt. Augen auf, heiß Wasser drauf. Ja, ich bin jetzt so damit beschäftigt zu gucken, was ja jetzt tatsächlich gefixt wurde. Ob man da das ein oder andere jetzt auch direkt sieht, was wir abgleichen können. Alter, die Steuerung ist leider immer noch nicht besser. Das wäre ein Hauptpunkt, ja, den sie immer noch nicht leider angefasst haben. Das ist wirklich eine der elementaren Sachen, gerade bei der Highway Patrol. Leute, das muss wissen mit der Steuerung. Verstehe ich nicht. Na, also ich tippe hier nur an und komme so dermaßen ins Schwimmen hier. Ey, wir sind volle Möhre an dem vorbeigedübelt. Das ist ja peinlich. Kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn ich den Kerl hab, muss ich erstmal am Tee nippen. Mein Puls geht hier schon wieder. 186! Hier nicht in den Weg fahren hier, ne? Oh Leute, der schwimmt. Mal sehen, ob es besser wird, wenn ich so ein bisschen runtergehe hier von der Geschwindigkeit. Ich bleib jetzt mal bei 80. Naja, nicht viel besser. Nicht viel besser, Freunde und Kameraden. So, weißer Pickup, Kennzeichen 3ZQU31. Gut, das werde ich bei der Geschwindigkeit hundertprozentig nicht sehen. Das scheint der rechts da zu sein. Warte mal. Da ist ein Pickup, aber der ist... ist der weiß? Nein.
Der ist blau. Da vorne, ist das der? Warte mal. Ein bisschen auf die 12 drücken hier. Das ist ein Sprinter. Hier muss er irgendwo sein. Leute, macht mir hier keine Scheiße. Was ist hier los? Das ist doch der Kollege hier, oder? Warte mal. Ich will mal kurz das Kennzeichen haben hier. Nee, das ist er nicht. Wo ist dieser... Der muss aber in den Unfall verwickelt sein. Der muss da mit drin sein. Silber soll er sein? Ist das... Bist du das hier, mein Kamerad? Moment. Moment. Die steckt jetzt fest, wegen dem Unfall. Moment, Moment. Jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Wir könnten jetzt erstmal den Unfall lösen... Ja, das ist das gesuchte Fahrzeug. Das heißt, ich setze nochmal kurz zurück und blockiere den auf jeden Fall schon mal. Damit der nicht weg kann. Dann, wir müssen ja die Straße sowieso sichern. Davon jetzt mal abgesehen. Aber die darf nicht weg. Oh Mann, diese Steuerung. Astragon, macht endlich was an der Steuerung. Grafik ist schön. Aber gebt ihnen wirklich nur eine Steuerung, mit der man arbeiten kann. So. Jetzt machen wir hier mal die Bude dicht. Zu der Dame kommen wir später. Jetzt werden wir erstmal sehen, dass wir hier den Rest der Straße sichern, dass uns keiner ausgeht nach links oder rechts. So. Das wäre natürlich cool. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bin ich dafür. Ach so, okay. Ich muss dir ja erstmal die Hand nehmen hier. So, da ist er doch. Bäm. So, da kann sie nicht weg. Du kommst hier nicht weg, Mademoiselle. Das schwöre ich dir. So, den Rest haben wir eigentlich mit dem Wagen versperrt. Die kommt da nicht weg. Okay. Dann soll diese eine Pylone mir reichen. So, Pylonen wegräumen. Guti, dann geht's erstmal auf ans fröhliche Fotografieren und dann werden wir die Bande mal befragen, wer hier zu doof zum Fahren ist und so. Das wär's hier. Der Doppelwumms, wie unser Lieblingskanzler aller Herzen immer sagen würde. Hier kannst du wirklich vom Doppelwumms sprechen. So. Hier hinten scheint alles tutti zu sein. Ja, hier weniger, ne? Der hat ein bisschen mehr abbekommen. Deutlich mehr. Ich glaube, die Felgen, da muss ich auch noch fotografieren. Okay. Und sie da vorne, die hat auch noch was mitbekommen, scheinbar. Ich habe das schon im Gefühl, das gibt mindestens eine Doppelverhaftung. Vielleicht muss ich sogar Verstärkung holen. Wer weiß, wie sich das hier entwickelt. Wer weiß. Okay. So, was ist hier jetzt Phase? Ist hier irgendwas? Ja. Ist auch was kaputt. Na gut. Bisschen verzogen sieht's aus, ne? Ja gut, hier ist dann doch deutlich mehr zu sehen. Okay. Jetzt, ja genau, hier die Einzelteile. Nicht vergessen. Radkappe Nummer 1. Radkappe Nummer 2. So, ich glaube, das war's auch, oder? Warte mal. Die Trümmer können wir gleich mal hier beseitigen, wenn wir schon dabei sind. Was ist eigentlich hier mit dem Nummernschild? Ist das auch noch? Warte mal. Ja. Okay. Sehr schön. So, das war das. Dann fangen wir doch gleich mit der Madame hier hinten an. Los geht's.
Na, die schwankt schon, ne? Guck dir das mal an, die ist doch voll wie eine Eichlatte. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Also eins ist jetzt schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Kollegin wird kontrolliert. Genauestens. Leider haben wir das Fahrzeug aus den Augen verloren. Nein, das haben wir nicht. Steht immer noch im Stau. Versicherungsstatus ungültig. Das ist nicht gut. Cannabis, ja, ich wusste es doch. Irgendwas war da doch. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ah, Mist, das habe ich doch gerade gemacht. Bitteschön. Jetzt war ich gerade abgelenkt. Sorry, Freunde. Gehen wir auch gleich wieder zurück, weil den Bums hatten wir schon. Ja, fehlende Versicherung haben wir schon mal. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem... Bei Drogen kenne ich keine Kompromisse, da gibt es die volle Packung. Ja, ja, bla bla. So, jetzt kommen wir zum ganz großen Spaß. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Ja, Alkohol und Drogen. Also die riecht ja auch nach Cannabis. Das heißt, ja, ne, wie war das? Doppelwumms? Also ich wette mal, dann haben wir gleich noch einen positiven Ausschlag auf Cannabis. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ich habe also sozusagen jetzt schon freie Auswahl. Ja, hier Cannabis. Alkohol und Cannabis. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Ja, aber ich lasse jetzt da erstmal stehen. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ich bin dieses Auto noch nicht gewohnt. Tut mir leid, Officer. Na, und mir erst. Okay. Das soll mir erstmal reichen. Die Madame ist definitiv schon mal fällig. Nicht zu schweigen von dem Kollegen, der da hinten immer noch in der Reihe steht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch anhalten und kontrollieren kann, jetzt wo der Auftrag weg ist, aber er steht da ja noch. Da bin ich mal neugierig, ob das gleich noch funktioniert. Nee. Ich wollte doch die Unfallzeugen befragen. Was ist denn das hier? Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ja. Ich hatte das Auto wohl nicht ganz unter Kontrolle. Ja, da würde ich doch sagen, das waren dann schon mindestens mal zwei in diesem Fall, die das nicht hatten. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Okay. Was? Salem Wright. Okay. Ausweis sieht gültig aus, also der Führerschein. Waffenschein, auch keine Versicherung. Leute, was ist das mit euch mit der Versicherung? Das ist doch nicht normal. Wieso versichert ihr eure Karren nicht? Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja, und das wird noch mehr, wenn du hier rumjammerst. So, Alkohol- und Drogentest. Ole, ole. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ja... Ne? Wenn das so weitergeht, kann ich einen Transporter rufen, ne? Okay. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Naja, immerhin das nicht. Aber auf jeden Fall schon mal der zweite Delinquent, der mit einsitzen wird heute noch. Da ist ja schon mal keine Frage. Gut, Kandidat Nummer 3, wie sieht's aus? Führerschein und so, beziehungsweise erstmal, was ist hier los? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Ja, der Standard natürlich. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. So, was? Mariyoshi Ramos. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gelesen. Ist aber auch eigentlich egal. Führerschein ist gültig. Ja, Versicherung dürfte bald ablaufen, wenn ich das hier richtig sehe. Gucken wir mal schnell. Die Zulassung ist ungültig. Das ist aber nicht so gut, mein Freund. So. Sie bekommen einen Strafzettel. Hier war auch früher ein CP-Fehler. Ihr seht jetzt gerade, jetzt haben wir wieder die 10 CP bekommen, wie sie es gehört. Der ganze Tag versaut. Ja, komm, hör auf zu jammern. Wir haben noch keinen Drogen- und Alkoholtest gemacht. Kann noch schlimmer kommen. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay. Boah, war so ein Feierabendbierchen oder sowas, ne? Keine Ahnung. Gut, dann noch Drogen. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben.
Ja, der Kollege ist clean. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem an, mit hier Unfallbericht aushändigen und Tschüssikowski. Hier ist der Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Ne, wenn er fahren kann, soll er fahren von mir aus. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, ja, bei dir habe ich jetzt nicht so gute News, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir einmal Alkohol am Steuer. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. So sieht's aus. Zack, zack, Abmarsch, wie der Papa befohlen hat. Was sind denn das für Jeans? Ja, sowas sieht man auf der Straße, aber auf ganz besonderen Straßen. Okay, schauen wir mal, was noch im Wagen ist. Keine verdächtigen Gegenstände. Das heißt, ich nehme den Kollegen gleich mal mit hier. Ich werde Sie auf die Polizeidienststelle bringen. Also es scheint mir, dass ich diesen Wagen, diesen Pickup hier rechts, nicht mehr hochnehmen kann. Obwohl er jetzt noch da steht. Ich könnte ihn abkassieren, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt nehme, wird mir das abgezogen als Minuscharakter, weil der Auftrag nicht mehr da ist. Ich riskiere das jetzt mal lieber nicht. Ist schade, aber dafür haben wir ja einen wunderschönen Unfall hier. So, dann bringen wir den hier schon mal weg. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, habe ich hier eigentlich schon in den Wagen geschaut? Wenn nicht, sicher ist sicher. Ah, ich höre schon im Hintergrund, die Kollegen sind da. Sehr gut. Okay, hier ist nichts Verdächtiges mehr. Dann nehmen wir die Kollegin auch gleich mit. Ja, hier habe ich die Qual der Wahl, ne? Ich nehme mal Cannabis. Ich lege Ihnen Handschellen an. Dann gehen Sie bitte auf den Bürgersteig. Was? Ja, da hast du schon richtig gehört, Schätzelein. Und auch für die Karre brauchen wir einen Abschleppdienst. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Und ich schlepp dich ab. Bitte beruhigen Sie sich, damit wir zur Polizeidienststelle gehen können. Na, die läuft aber ein bisschen bockig. Spüre ich hier einen gewissen Widerstand gegen die Staatsgewalt? Ich will es doch nicht hoffen. So, kann der da mit seiner Öcke eigentlich noch fahren? Er sitzt drin, glaube ich, oder? Da müsste er noch fahren können. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Wollen wir mal kurz gucken? Ja, er sitzt drin, das heißt, er dürfte dann demnächst auch abfahren, hoffe ich jedenfalls. So. Das Hütchen können wir auch wieder reinpacken hier. Gudi, dann wird's Zeit, dass wir unsere lieben Freunde hier in die Knastologie bringen. Nur ganz kurz gucken, wo das nächste Revier ist. Können wir hier irgendwo wenden? Ich denke, da... Ja, da müssten wir irgendwo wenden können. Warte mal. Ja, ist nicht so weit weg. Gut, dann fahren wir hier gleich weiter. Abfahrt! Und da haben wir schon gleich wieder hinter der Baustelle gleich wieder die nächsten Fahrzeuge. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Ich kann mich nicht zerreißen. Ich habe noch zwei Gefangene an Bord. Wagen 4561 hier. Ich werde die Straßensperre errichten. Ja, ich würde mich mal hier links halten, weil wir müssen auch gleich wenden. Also bis auf die nach wie vor ruppige Steuerung der Fahrzeuge, die leider immer noch nicht gefixt wurde, macht es einen guten, stabilen Eindruck. Was ich sehr schön finde, wie gesagt, wir können jetzt die Lackierung der Highway Patrol auf alle Fahrzeuge anwenden. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr den DLC habt, Highway Patrol. Sonst geht es natürlich leider nicht, ne? Ist klar. Die Charakterpunkte scheinen jetzt wieder richtig vergeben zu werden. Das ist auch sehr, sehr schön. Der Rest wird sich dann so zeigen nach längerer Spielzeit. Also gerade so Abstürze, ne, auf der PlayStation hatten wir ja öfter, wenn ihr euch erinnert. Da, so manchen Stream musste ich zweiteilen, weil das Spiel abgestürzt ist. Ich hoffe, es bleibt jetzt so stabil, wie es jetzt aktuell den Eindruck macht.
Also dazu kann ich natürlich auch mehr sagen, wenn ich erstmal Gelegenheit hatte, wieder längere Zeit hier das Ganze zu spielen. Aber keine Sorge, wir werden jetzt demnächst wieder auch öfter unterwegs sein, hier auf Streife. Ich wollte ja auch mal mit jemandem von euch, wenn ihr Lust habt, mal auf Streife fahren. Wenn ihr mal Lust habt, eine offene Streife mit mir zusammen zu fahren, als Partner oder mit zwei Streifenwagen, das euch ganz selbst überlassen, und mal einen Donnerstagabend Zeit habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare. Ihr solltet natürlich hier, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine Freundschaftsanfrage stellen auf PlayStation, ne? Und den Tag blende ich euch gleich auch nochmal ein. Ja, und wenn ihr Lust habt, fahren wir dann mal zusammen auf Streife. Interaktiv. Kann ich mir sehr cool und lustig vorstellen. So, Home Sweet Home. Ja, was man für die beiden Kanaillen hinten im Front nicht sagen kann. Leute, wisst ihr, was wir gleich machen? Ich hab da Bock drauf. Wir fahren gleich mit dem Zweitürer als Highway Patrol. Einfach mal so aus Bock. Einfach mal so aus Bock. Ne? Dann klappern wir da die ganzen Pannenfahrzeuge ab. Ist egal. Den Spaß geben wir uns. So, aber erstmal müssen wir unsere beiden Ganoven hier abliefern. Bringen Sie jetzt in die Zelle. So sieht's aus. Sieht ein bisschen aus wie Lex Luthor. Kann das sein? Oder es ist der Hitman. Ich weiß es nicht. Beides möglich. So, guck mal, das ist doch schon mal eine nette Gesellschaft. Okay, Zeit für Sie in die Zelle zu gehen. Also der brauchst du nicht beschweren, das wird gleich der Hahn im Korb. Ne, auf der anderen Seite kriegt er auch gleich noch eine Lady. Genießt die Zeit. So. Guti, wo wir gerade beim Thema sind. Dann holen wir die Madame auch noch raus. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Jawohl, ja. Darf die den Backpack mit in die Zelle nehmen eigentlich nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Aber egal. Heute machen wir mal die Ausnahme. Die peilt sowieso nichts mehr. Okay, Zeit für sie in die Zelle zu gehen. Besoffen und mit Drogen voll. Da ist erstmal Schulz. Einmal auspennen, bitte. Adios. Jawohl, ja. Ole, ole. Na, also für diese vergleichsweise kurze Streife, sag ich mal, ist das doch schon ein ganz netter Schnitt hier, oder? So, Freunde, jetzt kommt mein persönliches Highlight. Mit der Nuckelpinne, mit dem Zweisitzer als Highway Patrol über den Highway schruppen auf dem Seitenstreifen. Ich denke mal, wir werden da genügend Fahrzeuge antreffen. Ich muss das einfach mal sehen, weil ein Bild, von dem ich schon lange geträumt habe. Da ist er. Ey, hallo. Tütüt. Moment. Eins habe ich vergessen. Sorry. Feuerlöscher, definitiv. Das will ich diesmal mit der... Oh, Leute, ich... Sorry, ich habe das jetzt ein paar Wochen nicht gespielt. Ich muss jetzt hier ganz kurz mit der Steuerung wieder hier... Ist ja fast Slapstick-mäßig hier, ne? Rein, raus. Tut mir leid, Freunde. So, da hier diesen ganzen Beweiskram, den ganzen Bums, den brauchen wir nicht. Aber, den Feuerlöscher möchte ich haben. Was? Moment. Der Kofferraum eignet sich nicht für einen Feuerlöscher. Hä? Ein Feuerlöscher geht doch immer. Ja gut, dann fahren wir ohne Feuerlöscher. Aber ich will jetzt mit unserem Flievertüt auf Highway Patrol gehen. Weil ich es kann. Und weil ich es will. Leute, das ist so unglaublich geil.
Was mich allerdings wundert, ne, dafür, dass er für die Fußstreife konzipiert ist, kriegt er doch recht gut Speed drauf hier, ne? Aber wir werden jetzt natürlich keine Verfolgungsjagd machen. Wir werden mal sehen, dass wir hier so Pannenfahrzeuge zum Beispiel und schnappen. Weil ich glaube, mit Verfolgungsjagden, wenn die Steuerung schon bei den Großen so schräg ist, bei hohen Geschwindigkeiten, also dann will ich das mit dem kleinen Kerlchen hier nicht probieren. Nein, nein, nein. Steht da was? Oder halluziniere ich? Nee, ist nur ein Schatten. Okay. Der Schatten der Brücke. Ey, wir fahren jetzt tatsächlich mit diesem kleinen Flievertüt 70 Meilen pro Stunde. Ist der nicht süß? Auch halt, der schnatzt zurück hier von selber. Das wusste ich noch gar nicht. Ist es neu? Ist die Ansicht, die sich wieder zurückjustiert? Also wenn, dann habe ich das bis jetzt noch nicht so mitbekommen. Ich meine, macht Sinn, ne? Aber irgendwann muss man ja wieder mal auf die Straße gucken, weil sonst gibt das Katastrophe hier. So, das war natürlich wieder klar, ne? Wenn ich jetzt mit dem kleinen Flievertüt fahre, um Pannendienst zu machen, dann kommt wieder keine Sau hier. Dann steht keiner da. Wenn ich jetzt wieder mit einem Panther oder einem großen Schiff hier durch die Gegend schaukel, dann stehen sie wieder an allen Ecken. 100 pro, ich kenne mein Glück. Also es ist schon so ein Bild auf der Autobahn, ne? Das kleine Ding. Junge, Junge. Ich glaube, hier muss ich sogar wenden, weil ich glaube, hier ist mein Revier zu Ende, oder? Moment, was steht da? Wieso steht ihr da alle? Ah, da ist ein Unfall. Wo will er denn hin? Moment mal. Hallo? Das geht gar nicht. Flucht gibt's gar nicht bei mir. Überhaupt. Wo willst du hin? Sag mal, hast du am Salzstein geleckt? Kommst du mal her? Wo willst du zur Hölle hin? Ich hasse es, wenn sie laufen. Bitte tun Sie mir nicht nochmal weh. Ich werde jetzt gehorchen. Ja, jetzt kannst du mir gleich mal erklären, was der Auftritt hier so... Hat der da ein Messer? Nee, das ist sein Handy. Was macht er mit seinem scheiß Handy? Wieso kann ich ihn jetzt nicht ansprechen? Hä? Leute, ich kann den nicht ansprechen. Also wir haben hier scheinbar wieder was Neues gefunden. Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Der dreht sich zwar zu uns, aber ja, es bringt nichts. Okay, das bringt so nichts. Ich kann den nicht festnehmen. Also ich hätte ihn jetzt wegen Flucht natürlich sowieso festnehmen können. Officer, wir mussten wegen Ihrer langen Antwortzeit den Einsatz mit dem Highway-Unfall an jemand anderen übergeben. Wir haben eine offene Wiegestation, die besetzt werden muss. Das ist mir alles egal. Ich bin schon unterwegs, Freunde. Den nehmen wir noch mit hier. So. Aber das ärgert mich jetzt gerade. Wieso konnte ich den nicht ansprechen bzw. festnehmen? Ich bin auf dem Weg zur Wiegestation. Verstehe ich nicht. Also es gibt immer noch so kleinere Baustellen, obwohl ich finde es schon ein bisschen größer, wenn man einen Verdächtigen verfolgt und dann nicht vernehmen bzw. verhaften kann. Und gerade beim Polizeisimulator sollte das funktionieren. Sage ich einfach mal so. Okay, da glaube ich haben wir alles. Dann haben wir den Kollegen hier noch. Der schöne Wagen. Ich denke mal, das ist der Wagen von dem Kollegen, der hier Fersengeld gegeben hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, sprechen wir. Okay, da geht's.
Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Ja, ich glaube, mehr ist für diese Schicht auch nicht drin. Ihr seht ja schon, die Schicht läuft so langsam ab hier gerade. So, Graham, wie sieht's aus? Versicherung, Führerschein gültig, Versicherung sieht auch gültig aus. Irgendwas Auffälliges? Wieso ist die ungültig? Da war doch gerade, das Datum hat doch gestimmt. Gut, wenn er sagt, ist ungültig, dann ist ungültig. Okay. Dann machen wir das so. Ich beuge mich natürlich als Gesetzeshüter dem Gesetz. Sie bekommen einen Strafzettel wegen. Guck mal, und jetzt bekomme ich es abgezogen. Wirklich? Das ist viel Geld. Das ist nicht logisch. Also hatte ich doch recht. Weil die Versicherung war von Datum her gültig. Aber im Computer stand abgelaufen. Ja, ich muss es leider sagen. Hier gibt es noch was nachzuarbeiten, alles liebe Freunde. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Weil das sind jetzt 5 Punkte Abzug, die hätten nicht sein müssen. Also überhaupt nicht. Das ist ärgerlich. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay, der Junge ist clean. So, da haben wir wieder so einen Lobo-Verschnitt hier, wenn ihr wisst, was ich meine. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Wie diese Person? Der steht immer noch da und telefoniert auf der Autobahn. Coole Sache. Ich werde danach nochmal versuchen, ihn festzunehmen. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das wird nicht von der Erfolg gekrönt sein. Ich möchte gerne und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Okay. Hermann Pedersen. Also bei dem Look genau der richtige Name. Glückwunsch dazu. So, ich traue jetzt den Angaben hier gar nicht mehr, die hier drin stehen. Ich traue jetzt nur noch meinen Augen, aber hier stimmt es tatsächlich überein. Okay. Ich glaube nur noch, was ich sehe hier. Den Bordcomputer, glaube ich, kann ich nicht mehr glauben. Ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich hätte mal auf meinen Bauch hören sollen. Beziehungsweise auf das, was ich gesehen habe auch. So, schnell noch Drogentest, dann sind wir mit dem Kollegen auch durch. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ja, auch negativ. Habe ich mir schon fast gedacht. So, jetzt haben wir eigentlich alle Kollegen durch, bis auf die Backpfeife, die da hinten auf der Autobahn steht, mitten auf der Autobahn und telefoniert, die ich ansprechen kann, aber nicht vernehmen kann. Ich hoffe, dass das jetzt wieder hier... Ich weiß, ich mache hier Überstunden wegen euch Pfeifen. Ja, mal sehen, ob wir den schnell interviewen können, ansonsten hat es keinen Sinn, dann müssen wir den Fall abschließen. Ja, ne, hier, nix. Astragon, Arbeit. Ja, schade. Aber ich will den Fall ja auch zum Abschluss bringen, es hilft nichts, ich kann ihn nicht festnehmen, gar nichts. Ja, ärgerlich, ne? Also mit den CPs hat es, sagen wir mal, zu 90% geklappt. Mit den Korrekturen, auch die Grafikfehler scheinen so mehr oder weniger behoben. Aber der Rest, liebe Freunde, ist immer noch, verbesserungswürdig. Navi ist gut, ne? Will ich mich nicht beschweren drüber. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Ne, also das hat auf jeden Fall geklappt, ne? Auch KI benimmt sich einigermaßen vernünftig, ne? Auch das ist okay. Ja. Alles klar. Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn die einen Patch raushauen, bauen die sich da irgendwie noch unfreiwillig wieder einen neuen Fehler mit rein. Ne? Das ist... Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Ja, das heißt jetzt leider auch, dass ich den Fall nicht abschließen kann. Ich kann jetzt hier nur das Fahrzeug noch durchsuchen. Und das war dann schon die ganze Geschichte. So, die beiden Fahrzeuge sehen wir gerade. Oh, ein Wurfstern. Den hätte ich sogar noch wegen illegaler Waffen verhaften können. Wenn ich ihn auch nur ansprechen könnte, aber das kann ich nicht. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ja, da wir hier also überhaupt nichts mehr ausrichten können,
Lassen wir den Kerl da weiter telefonieren auf der Autobahn. Vielleicht erledigt die Natur den Rest, ich weiß es nicht. Wir haben Schichtende und machen uns mit rasenden Schritten bzw. qualmenden Reifen auf nach Hause. Ja, was die jetzt für Blinker setzen oder nicht, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe Feierabend. Feierabendstulle ruft, Frau ruft, Hund, Kinder, was auch immer. Fahrt euch keinen Stiefel hier, Freunde. Ja, wir sind jetzt ein ganzes Stück hochgefahren, ne? Jetzt müssen wir wieder runter. Also wie gesagt, es wirkt deutlich stabiler als beim letzten Mal. Das muss man definitiv sagen. Die meisten CP-Fehler sind behoben, um das jetzt hier schon mal zusammenzufassen, weil ich sehe schon, die Zeit wird im Nachgang, glaube ich, ein bisschen knapp werden. Grafisch, wie gesagt, ja, sind einige Verbesserungen gemacht worden, Korrekturen. Allerdings auf Kosten einiger anderer Performance-Punkte im Gameplay. Also wie hier jetzt ein Charakter auf der Flucht. Du kannst ihn zwar festsetzen, du kannst aber nicht mit ihm reden. Du kannst ihn nicht vernehmen, geschweige denn verhaften. Das ist ein Major Case, würde ich mal sagen, in Polizeisprache. Das darf überhaupt nicht sein. Als Polizist musst du natürlich Verdächtige vernehmen und festnehmen können. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ist klar, oder? Ansonsten natürlich, was uns freut, sind die Korrekturen an den Uniformen und natürlich die wunderbare Highway-Lackierung jetzt für alle Fahrzeuge, für so sogar für diesen Zweisitzer hier, ne? Schaut's euch an. Unsere Knutschkugel als Highway-Patrol. Sehr schön. Guti, dann schreiben wir mal unseren Bericht. Ja, ich habe mein Bericht schon abgegeben, wollte ich sagen. Leute, ich kann doch nicht sammeln. Ich habe heute im Job so viel gesabbelt. Wenn ich heute ein bisschen Tünnes gesabbelt habe, entschuldigt es. Ja, seht es mir nach. Mir fallen die Lippen ab. Ich habe Blasen an den Lippen vom ganzen Reden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich rede. Ich gelobe in der nächsten Folge wieder Besserung. So, dann beenden wir mal die Schicht. Und schauen uns mal die Wertung an. Ja, also zumindest 5 Charakterpunkte haben wir verloren. Völlig unnötig. Das habe ich vergessen auch noch. Ne? Da hat ja der Computer sogar eine falsche Antwort gegeben. Also ich lag richtig, der Polizeicomputer lag falsch. Ne? Weil ich hatte ja gesehen, bei der Versicherung vom Fahrzeug, wenn ihr euch erinnert, war gültig. Hatte ich auch noch gesagt. Dann gucke ich in den Polizeicomputer und es heißt, kein Versicherungsschutz. Also das ist Blödsinn, ne? Und ärgerlich. Gut, however, wir können es nicht ändern. So, damit haben wir die Woche 10 beendet. Mein Gott, was für eine Streife. Ja, soweit zum aktuellen Patch 14.3.2. Zweite positive Nachricht, kein Absturz, zwinker, zwinker. Ne, also müssen wir mal gucken, wenn wir mal live spielen hier, ne? Ob das auch über 1 oder 2 Stunden dann durchhält, live, ohne abzubrechen, ohne zu crashen. Das werden wir auf jeden Fall auch definitiv mal testen. Leute, ich hoffe, dieser kleine Blick auf den neuen Patch hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Gerne natürlich auch den Daumen hoch. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss, tschüss.